So, das letzte Mal haben wir das schöne Dorf hier auseinandergenommen und die Gefangenen zum Schluss befreit. Und ich würde sagen, wir machen das hier als nächstes. So, los geht's. Ich komme euch alle holen. Sehr nice. Immer schön alles einstecken. Das Öl spritzt raus. Schön. Hau ruck. Mach dich kalt! Ganz ruhig. Weg deine Kollegen. So. Ich finde sie! Hierher, los! Ah, kannst du sie dazulegen, Alter? So. So, Schatz gehört uns. Und was ist mit dir, Kollege? Willst du raus? Na komm. Ich danke. Der Glöckner von Notre Dame, oder wie? Naja. Kling, kling. Ich höre kling, kling, aber ich weiß nicht wo. Wahrscheinlich irgendwo unterirdisch im Pack oder so, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, warte mal. So, das Gebiet haben wir jetzt auch abgeschlossen. Und wir gehen dorthin. Okay. Eie, von einer Quest in die nächste Quest, 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 Quest. Das hört gar nicht mehr auf, ne? Man hat immer was zum Tun. Das ist echt krass, ne? Das Ding müssen wir auch noch holen. Die Kiste da drin. Oh, schauen wir mal, was da drüben ist. Wie weit ist die Kiste weg? Ich sehe es gerade nicht, warte mal, Icarus. 100 Meter, den nehmen wir mit, ne? Das bietet sich ja toll an, ne? Da. Haben wir da? Oben? Nö. Was ist denn das? Okay. Wir gehen dorthin. Wo ist unser Pferdchen? Grüß euch. Schere. Schere. Gibt es etwas, bei dem ich dir behilflich sein kann? Nieswurz, Söldnerin. Hast du etwas Nieswurz? Ich benutze meine Klinge, um mit Feinden fertig zu werden. Kein Gift. Brauchst du Nieswurz, um jemanden zu vergiften? Ich bin kein Mörder. Ich entwickle neue Ausbildungsmethoden. Brauchst du Gift für die Ausbildung? Ich bin verwirrt. Das kann ich verstehen. Ich bin ein Pionier. Es ist ganz einfach. Ich trinke jeden Tag eine kleine Menge Nieswurz, um meinen Körper dagegen zu immunisieren. Und jetzt ist er dir ausgegangen? Ich hatte einen großen Vorrat davon, aber mein Haus wurde von Banditen überfallen und sie haben alles gestohlen. Ich habe sie in diese Gegend verfolgt. Ich brauche es, um stark zu bleiben. Und jetzt soll ich sie den Banditen abnehmen. Bei den Göttern, genau was ich dachte. Mach dir keine Sorgen mehr. Ich habe alles längst erledigt. Dann gehört dies hier dir. Wirklich gut gemacht. Eben gerade eingestrengt. Ich habe jemanden wie dich gesucht und biete dir eine Chance, die Welt zu sehen, wenn du dich meiner Besatzung anschließt. Danke, aber ich kann meine Arbeit hier nicht vernachlässigen.
Das ist ein Fehler, aber ich respektiere deine Entscheidung. Ja, was uns nicht umbringt, das macht uns stärker. So ist das. Was ist denn das da für Dinge da? Was? Ah, Odyssee. Schmied. Okay. Was ist das? Probieren wir es mal anzuzünden. Warte mal. Kann das Ding brennen überhaupt? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wow, wow, wow. Wow. Oh. Oh. Okay. Das war nicht geplant, jetzt so richtig. Das war ja schrecklich. Boah. So. Wie lange lebst du noch? Lebst du noch oder lebst du schon? So, was haben wir jetzt abgeschlossen? Warte mal da. Icarus, hör mal. Da war ja irgendwo jetzt da. Ein Level 11. Und, okay. Das Ding da, so. Probieren wir nochmal. Ein bisschen mit Abstand. So. Hoppala. Geht aus, verdammte Flammen! Da! Zum... Geh aus, aus! Eieiei. Jetzt kann man rennen, ne? Schau. Was ist das? Check's grad nicht. Haben sie Schwein angezogen oder so? Verpiste Toni. Dann, ja, ja. Was ist mit dir? Da, rein. Du musst gehen. Ah, Hast du es überlebt? Ja, sehr froh. Blöde Zicke. Darauf, dann setzen wir uns mal hinter uns. So, Anteile.
Schauen wir mal. Was haben wir da? So. Sind die schon wieder da? Die haben wir vorher auseinandergenommen, die Bude. Aber soll uns jetzt nicht stören. Die kommen anscheinend immer wieder, wenn man neu stirbt oder so. Respawnen die gleich. Natürlich blöd, aber was ist denn da drin jetzt? Hm. Nichts, ne? Ein stinknormaler Kornspeicher, ne? Hm. So. Okay. Das haben wir. Und jetzt gehen wir dahin. Okay. So. Ishishi, Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. So. Cassandra, ich habe dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein, ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Da braucht man voll rein, ne? Ich habe viele Menschen gesehen, aber du gehörst mit Sicherheit zu den Schönsten. Ist das so? Du bist eine willkommene Ablenkung von meinen Problemen. Man sagt, ich sei eine sehr gute Ablenkung. Du hast doch sicher ein Bett, das wir benutzen können. Du kommst direkt zur Sache, nicht wahr? Ich zeige dir, wie ich zur Sache kommen kann. Da bin ich mir sicher. Oh yeah. Also, was ist nun? Weißt du, ich würde gerne. Doch ich muss zuerst ein paar Sachen für meinen Vater abholen. Das machen wir. Wenn du mir hilfst, können wir unser Gespräch vielleicht fortsetzen. Ja, das machen wir. Keine Sorge, ich helfe gern. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Ach, außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du es nicht selbst holen kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Ach nö. Eingefroren. Das ist immer bei der Odyssee, ne? Naja. Immerhin. Bis gleich. Weißt du denn, was ihm fehlt? Nein, nur dass es nicht besser wird. Die Kräuter und die Mixtur lindern hoffentlich den Schmerz. Wenn er stirbt, gehört das ganze Land dir, oder? Ja, aber ich würde es verkaufen. Gäbe es einen besseren Grund, alles hinter sich zu lassen und ein Abenteuer wie Odysseus zu beginnen? Was hast du nur immer mit Odysseus? Ich bin eine Nachfahrin von ihm und nach ihm benannt. Mhm. Das ist Grund genug, ne? Um alles verkaufen. Okay. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Und dann wird richtig gerammelt, ne? Brauchst du noch etwas? Liebe. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Hm. So. Jetzt haben wir einen neuen Auftrag. Kräuter sammeln. So. Und los geht's. Cassandra. Ernsthaft, muss ich jetzt wirklich wieder den Icarus rauspacken? Und geht schon wieder auf, ne? So. Hm. Muss ich da rein, oder was? Muss ich ja nicht, oder?
So, lauf, Cassandra. Wir haben eine Mission. Dun, 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 dun. Da, 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 da. Das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Hui. Dankeschön. Da, da, da. Da, da. So. Warte mal. Map-Karte geschoben. Und dann schauen wir da weiter. Ne. So. Und dann müssen wir wieder zurück zu Cassandra. Odessa. Unsere neue Freundin. Hm. Probieren wir wieder reiten oder so. Falls unser Gaul mal wieder hinterherkommt. Ah, Bewegung! Hü hot. Und schick hot. Na, 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 na. Ella! Na, Ella, los. Ella! Was ist denn mit denen? Ist der betrunken? Was ist denn da hinten los, Alter? Ist er deppert, Alter? Was ist denn da jetzt kaputt, Alter? Was ist denn mit euch? Wieso schlitzt der mir auf, Alter? Achso, das ist ein Feind. Vielleicht sollten wir nach Hinweisen suchen. Achso. Diese Männer kamen im Auftrag des Anführers von Megaris. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Und sie wollen das Anwesen ihres Vaters. So. Was ist denn da los, Alter? Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Warum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Ja. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Da bin ich mir nicht so sicher, aber vielleicht kannst du mich umstimmen. Würde ich, aber diese Neuigkeit belastet mich. Und wie verbleiben wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ihr haltet uns ich brauche hin. Nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen, ob du sie bekommst. Mann, hätte man einen Schmatzer haben wir gekriegt. Ne? So. So, Kollegin, jetzt schauen wir mal ins Quest-Inventar. Was haben wir da? Okay. So, verdammt. Okay. Inventare zurück. Neuer Bogen. Neuer Schrott. Okay. Stimmt. So, oi. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Oh yeah. Immer. Das dachte ich mir. Du wusstest, dass sie hinter mir her waren. Und du hattest recht. Ich hätte gern einen Beweis dafür. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. Steht in den Geschichten über Odysseus nicht auch, dass er ein guter Liebhaber war? Wirklich? Muss mir entgangen sein.
Du sagtest, du wärst gerne wie Odysseus. Aber wir können mehr erreichen. Wir reden weiter über uns, wenn alles erledigt ist. Der Brief, den du fandest, stammt vom Anführer von Megaris. Es muss Beweise dafür geben, was er vorhat. Wenn es einen gibt, dann bei ihm zu Hause. Dann geh dorthin. Ja. Weißt du, sitzt auf dem Öl-Ding da, ne? Und der wollen das für sich beanspruchen, ne? Ich finde einen Beweis. Gut, ich will wurscht, nur, dass ne? es endlich vorbei ist. Hast du eine Idee, wonach ich suchen muss? Der Anführer ist der mächtigste Mann in Megaris. Versteh doch, ich kann ihn nicht anklagen, wenn ich nicht beweisen kann, dass er hinter mir her ist. Okay. Angenommen, ich finde den Beweis, den du brauchst. Was dann? Dann erzähle ich es allen, die mir zuhören. Der Anführer würde mich und meinen Vater nicht töten, wenn jeder seine Pläne kennt. Ich finde den Beweis. Ich finde den Beweis, wie er auch aussehen mag. Mark, oh, so hörst du mich. Ich bin Droste. So. Der Stritze ist da also. Okay. Oh! Na, da haben wir aber voll Cash in der Tasche gekriegt. Quest. So. Ich muss zum Haus des Anführers und rausfinden, was los ist. Ja. Und los. Nehmen wir den Esel, ne, wenn unsere so lang braucht, ne? Der ist ja flink. Ja, ich komm schon. Du brauchst nicht so eifersüchtig sein, komm her. Komm her, komm. Ja, tut nicht so, also. Na. Misch mal wieder auf da, ne, die Bude. Suchen. Nö, ich reite. So, aussteigen. Sicher. Hoppala. So. Oh yeah. Schnetzelt es. Kann man da einfach so reinmarschieren, oder? Hallo. Liebings, die Cassandra. Na, 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 na. Warte mal. Das ist es. Wenn es Beweise gibt, dann dort. So, fliege mal rüber schneller. Haus des Anführers. So, was gibt's da? Da ist irgendwas. Da ist auch irgendwas. So. Aber soweit haben wir die Partie ausgeschaltet, ne, da drin. Ich muss vorsichtig sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ach. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Blödsinn, Cassandra, Blödsinn. Sie brennt denn das nicht mehr? Hoppala. Ich bin's, die Cassandra, der Feuerteufel. Da, 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 da. So, durchsuchen. Zünden. So. Haben wir da? Gibt's noch was? Da oben. Da droben musst du sie finden. So. Durchsuchen.
Nichts gefunden. Scheiße, ich muss es schlafen. Scheiße ins Bett, das kracht die ganze Nacht. Okay, da unten sind Fußspuren oder irgendwas. Warte mal, muss ich nach unten? Da, ja. So. Dieser Brief erwähnt Odessas Anwesen und dass sie es unbedingt haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Okay, drastische Schritte wollte ich unternehmen. Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise nach ihrem Treffen. So. Ich sehe nichts. Es ist so hell. So. Da nach oben und dann hier links. Daher. Was ist da? Jo. Jo, wo sind Beweise noch? Ich sehe nichts. Wo sind die Beweise? Icarus? Was ist mit den Typen eigentlich da vorne? Kann der uns weiterhelfen? Hoppala! So! Ist das verkehrt, ne? Du verpisst dir mal, Alter. Was machst du hier? Nichts, ne? Toll! Da ist auch nichts. Ja, die Sucherei, das ist schon nervig, ne? Das mag ich nicht so bei Spielen. Unnütze. Soll das eine Tür sein? Oder? Keine Ahnung. So, da gibt's auch nichts. Hier vielleicht. Auch nicht. Mann. Nee. Ah, hier. Geht durchs Fenster? Nein. Schade. Harok. Komm. Beweg dich. Rüber. Ach du Scheiße. Ach, geh rüber. Cassandra, bitte. Alter, was machst du denn? Ist der Strich. Stressig. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu. Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Klingt nach einem Plan, an das Anwesen des Vaters zu kommen. Haben wir es jetzt, ne? So. Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. Was gibt's denn da eigentlich noch? Quests. Ach du Scheiße. Auftrag. Ich nehme die ganze Scheiße an, ne? Eieieiei. Wir machen da mal Kacke, echt. Wir werden da nie mehr fertig, so. Ah, ich erkenne deine Schritte. Willkommen zurück.
Ich werde Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort... Ja, ja. Tschüss. Entschuldige. Weg da. Er ist ein Fettisch. Wir schreiten da wieder. Junge, 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 sind immer aggressiv, die Leute hier. Der Anführer von Megaris ist hinter Odessas Anwesen her. Und er hat eine Ehe für sie arrangiert, um es nach dem Tod ihres Vaters in die Finger zu bekommen. Aber in den Briefen steht auch, dass ein Verehrer ermordet wurde. Und niemand weiß wie, obwohl bekannt ist, dass sie Söldner angeheuert hat. Es ist schwer zu sagen, ob Odessa im Unrecht ist oder nicht. Du bist zurück? Mit guten Neuigkeiten? Immer. Warum haben wir nicht ein bisschen Spaß, bevor es zu ernst wird? Ja, aber echt. Ich glaube, ich kann mir einen Moment Zeit nehmen. Ein Moment Zeit wird nicht annähernd genug sein. Oh yeah. Cassandra, du Schlitzohr. Knickknack. Ich bin so entspannt. Erzähl mir etwas Gutes, damit meine Stimmung so bleibt. Jetzt bin ich enttäuscht. Was ist das? Na, weißt du, wenn du mal Witcher gespürt hast, ne? Und dann erwartest du ja was, ne? Aber nix, ne? Du hast andere Söldner angeheuert? Oh, nur für kleine Aufträge hier und da. Es gibt immer irgendetwas, wobei sie hilfreich sein können. Cassandra ist eifersüchtig, hä? Der Mann, den du heiraten solltest, wurde ermordet. Das waren bestimmt dieselben Leute, die auch mich töten wollen. Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was hier vor sich geht. Und das wäre? Du bist das Opfer. Der Anführer hat recht. Was machen wir? Warte, nach der Sexszene, das haben wir ein bisschen enttäuscht, ne? Da bin ich eigentlich das Opfer, ne? Andererseits können wir auf ihre vielleicht nochmal zurückgreifen. Wenn wir ein bisschen spitz sind, ne? Weil die Cassandra braucht ja was zum Wetzen, ne? Ja. Kann man das nicht abwiegen irgendwie? Nochmal nachlesen oder so? Keine Ahnung. Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. So. Du kannst anfangen, nachdem wir unseren Spaß hatten. Ich glaube, ich muss mich immer noch vom letzten Mal erholen. War den Versuch wert. Also, das war's dann. Mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön? Aber der Vater, was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Und du hast keine Angst, dass ihn jemand angreift? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Ich freue mich, dich an Bord zu begrüßen. Odessas Bogen. Die wahre Geschichte. Und Level 12. Ja, bist du narrisch. Cassandra, wir geben ihr Gas. Das ist ja ein Wahnsinn. So. Schauen wir gleich mal. Ah, Inventar. Inventare. Was ist denn das da? Das ist das Bogen. Ja, da klar, nehmen wir den, Alter. Sehr, sehr nice. Den Ramsch haben wir weg. Oder verkaufen wir den? Ja, Kohle haben wir dabei.
Was hapert's mit Materialien, ne? Den lassen wir noch. So. Das können wir noch verkaufen. So schaut's aus, ne? Die Gier ist ein Schwein. So. Kann man das nicht sortieren irgendwie? Nach Leben. Also, ist ja schon. Ne? So. Level 8, da haben wir, ne? So, so. So, so. Na, schauen wir mal nachher. So. Das haben wir. Das können wir wegschmeißen. So, zum Glück. Ein Rockerl haben wir gekriegt. Das haben wir weg. Das haben wir weg, haben wir gesagt. So. Zap, zap. Viertel haben wir noch keins. Okay, anderes kriegt. Fähigkeitenpunkt. So, was nehmen wir denn? Was ist denn das da? Erhöht die, den Jägerschaden um 20% bei Einsatz von Jägerfähigkeiten, während denn keine Standardpfeile mehr vorbraucht. Okay, warte mal. Ja, wie schaut's denn aus? Kriegen wir überhaupt neue Pfeile oder so? Keine Ahnung. Da haben wir ein bisschen wenig noch, ne? Warte mal. Ich will nicht irgendwie einen Scheiß nehmen. Das schauen wir uns nachher an. Was sind da Fähigkeiten? So. Stufe 16 ist freigeschalten. So. V, 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 V. Ist da Fähigkeiten? Hallo? So. Warte mal. Ja, habe ich gesehen, einen Fähigkeitspunkt. Schiff. Okay. Schiffspanzerung. Ja, anscheinend kann man keinen mehr aufnehmen nachher, ne? Schiffsbesatz. Achso, ey. Schiffspanzerung. Bomben, Bonbon. So, seltener. Was sind wir jetzt? Die haben jetzt alle gekillt oder wie? Oder? Nein. Gibt's wieder neue? Cassandra ist jetzt Rang 8 aufgestiegen. Da sind wir. Die gute Cassandra. Stopp. Shop. Zurück. Gut entlösen. Nein. So, zurück. Was machen wir jetzt als nächstes? Warte mal. Die Lustige haben wir jetzt auf unserem Schiff geholt. Da haben wir was zum Pimpern. So. Okay. Das ist mir zu weit weg. Karte. Fällt die Banditen aus, okay. Dann nehmen wir uns zu Pferd, ne? Aufsteigen und los geht's. Vorwärts. Ich hoffe, der reitet da dort richtig hin, ne? Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Das war knapp.
Wir reiten ja nur durch, ne? Hallo, ich komme in Frieden. Nobody. So. Meter noch. Das ist also das Gesicht des Krieges. Ja. Ganz anders, als es dir Geschichten erzählen. Ach so, ja genau, die müssen wir auch killen, ne? Die Staatsdinger, ne? Oje. Pop. Los. Was ist los? Was ist denn, Typen wollten wir auch noch? Pass gefälligst auf! Okay. Was ist hier los? Was ist hier los? Wo ist die Cassandra? Wir tun uns hier gar nichts, ne? Schau mal. Hör mal. Dann wollen wir mal. Wer bist denn du? Willst du mit den töten oder so? Ja, aber Bock noch. Los! Ho, ho! So, los! Gott, den müssen wir noch killen. Ah, da liegt schon wieder alles voller Blut. Oh yeah! Ziel erreicht. Geil. Warte mal. Ach du Scheiße. Warum ist denn da wieder Vollhaus? Ja, das ist ja ein richtiges Popcorn-Konzert hier, ne? So. Das Lager nehmen wir noch auseinander. Da ist der Eingang. Es ist richtig nervig, ne? Wir waren ja schon hier, ne? Wir können nie das Ganze machen, ne? Weil wir kommen ja immer wieder, ne? Und dann wiederholt sich das wieder und wieder und wieder. So. Was müssen wir jetzt machen? Muss mich sehen lassen. Muss mich sehen lassen, hat's gesagt. Okay. Bitte. So. Erstes Opfer, komm her da. Zack. Mitnehmen. Und rein da. Loco. Müssen wir schon wieder entrümpeln, das Lager. Hilft dir nichts. Das ist ja das Lager, oder? Oder da oben? Warte mal. Achso, okay. Puh, okay. Ich wollte schon das Lager auseinandernehmen, dabei ist es das da oben.
Das erspart uns wieder viel Arbeit. Da, 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 da. Hoppala, Stockerl. Stöckchen. Kleine Stöckchen. Das haben wir schon auseinandergenommen, oder? Das Lager. Ja, Angriff! Jum, Angriff! So, wie schmeckt dir das, oder? Wer schießt da? Alter, hast du ihn vergaßen, oder was? Komm da runter, du kleines Äffchen. Mit Giftpfeile, Alter. Alter, die habe ich schon gefressen, Alter, ne? So. So, ein Arsch. So, auseinander, wow, zack. Durchsuchen. Haben wir alles? Okay. So, da ist ja einer drin. Komm raus da, Digga. Ja, ein Danga habe ich an, ja. Da. Tango, Tango, Charlie, Bravo, Alpha, Gamma. Wer ist denn er? Ah, Schatz. Gehört mir. Servus. Chelas. So. Wenn du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. So. Was haben wir jetzt da? 200. Okay. Ich bekomme ein legendäres Teil anscheinend, ne? Das ist uns nur recht. Das ist schlecht. Da 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 da. So. Die Amo. Amo. Bööö. Hoppala. Der schreckt mir da, der Hirsch. Wo ist er? So, Kollege, ist der in der Höhle drin oder so? Das dürfte eine Höhle sein, oder? Ja. Hopp! 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 So, Gulasch! Was ist mit dir? So. Gepette Leder. So, was bist du? Wieder verpiss dich, ey! Zeit. Ich muss da Menschen töten. Na? Wie haben wir das gemacht? Tod bestätigen. Oh yeah. Geht uns nichts an, wir brennen alles nieder und zünden alle an und raubern und raubern. So, ist er. Dort gehst du zur Dekoration. So, ich hab das gleich. Stehlen. Ah, 12 Cash in this dash. Okay. Die Drachmen. So, was haben wir als nächstes? Warte mal, da, Quests. Da haben wir das dann, ne?
Ja, Cassandra, du machst es schon. Du machst das nicht so schlecht, ne? Und das nicht nur so verjammern immer, ne? Das ist ungesund für dich, ne? Oh. Hui! Hacksattel brauchen. Yay! So. Schalte den Politiker aus. Okay, Hacksattel brauchen wieder. Ah, schön. Ah, ja, ja. So. Dann, da. Hoppala. Ich bin's, die Cassandra. Ich bin's, die Cassandra. Die schlimme Cassandra, die hatte die Krücke voll. Hui. Ein Scheiß, jetzt macht, Alter. So, danke. Ich muss nur kurz den Tod bestätigen, wartet mal. Danke und tschüss. 1417, das gefällt uns. So, zack, zack, zack. Und wir sind schon wieder unterwegs. Zum einen Spatiaten umgebracht, ne? Das ist aber schlecht, ne? So. Nächste Quest. Die Schiffe müssen wir noch zerstören. Jo, das machen wir noch. Da drüben. Oh je. Ach nö, jetzt kommt der auch noch. So, aber schaut echt geil aus, ne? Die Grafik hier. Kann man nicht meckern. Sind die noch immer so aggro auf mich? Oder? Da steht das alles in der Makro. So. Ab zur Sitz. Was ist denn da jetzt? Wer bläst denn da mit seinen Tuba? Wird nicht mehr gesucht. Da. Kommt er wieder her zu mir? No? Man hört auf zum Suchen. Ich sehe schon doppelt. Reitet der da? Ja. Oh nee. Den Teppen müssen wir umschalten. Ah, okay. Nein, du mir! Scheiß die Mann! Alter! Hör auf, hä? Scheiße! Nicht Fotomodus. Wir sind nur Blocken üben, ne? Ich hab dich, Alter.
Ist mit dir. Ich muss weg. Das ist dein letzter Tag auf Erden. Du kämpfst besser als du aussiehst. Aber das heißt nichts. Ich hab mehr und mehr daran. Schnell! Ah, oh Mann, der hatte volle Übersicht, ne? Der Arsch. Nein, musst du weg. Scheiß die Wand da. Der ist ziemlich stark, ne? Wieder angreifen. Natürlich ist es schön, ne, wenn wir von hinten angreifen können. Macht einen schönen Schaden. Was bist denn du für ein Arschloch, Alter? Ist für mich eingesteckt. Da. Gib mir mal. Du hast tapfer gekämpft. Eine Kapuze, Söldner Kapuze. So, fick dich, Alter. Du hast scheiße gekämpft, Alter. Ich war der Wiefzack. Kopfgeldjäger ist gestiegen wieder. Oh Mann. Ja, das kennen wir schon. So. Warte mal, Start. Wie weit ist das? Okay. Gefährliche Tiere. Warte mal. Wölfe oder so, ne? Brauchen wir. So. Hm, das ist auch verlockend, ne? Oro, oro. Camus ist Dios. Mau, mau, mau. Malaka. Chakalaka. Chakalaka, malaka. Hä? Blutige Bestien? Das? Wie haben wir das jetzt zusammengebracht? Hä? Bin ich auf einen Käfer getreten oder was? Hä? Sag mal. Ich hab gar nichts gemacht jetzt, ne? Jo. Wie kannst du nur recht sein, ne? Spatiana. Tatiana. Schiffe, Schiffe. Ins von Person. Charaktere. Mhm. Naja. Ich schau mal da drüben, was da los ist. So. Hoppala.
Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldnerin. Dann will ich hoffen. Was gibt es Neues? Alles. Der Athener-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Es wurde auch Zeit, dass wir den Krieg nach Athen tragen. Ja, sie sollen den Zorn Spartas spüren. Komm, Kleos erwartet uns. Dafür wurde Kleos. Ich geboren. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Selber auf der Vorhut, ne? Ich treffe dich dort. Wir sehen uns beim Lager. Gut, aber verspäte dich nicht. Wir greifen bald an. Ja, ja. Quest verfolgen? Nein, den wollte ich nicht noch verfolgen, die Quest. Da haben das mit den Banden, das wird heftig, ne? Kann man das verfolgen jetzt so? Das wird einem nicht so angezeigt, wie ich das erhofft habe, ne? Leider wird das nicht angezeigt. Oh, bist du nasch? 14.000 haben wir schon jetzt auf Cash of the Dash. Okay. Athenerschiffe. Schauen wir mal zu unserer Mannschaft, genau. So. Hoppala! Excuse, das war nicht mit Absicht. Angriff! Was ist mit euch? Ich hab euch gar nichts getan. Na? Du bist auch was losgeschlagen. Alter! Komm! Ne, du nicht! Alter! Scheiß die Mann! Ist ja klar, ich lass ihn zustechen. Und dann der voll die Scheiße, Alter. Schaust du so blöd, Alter? Du! Was ist mit dir? So, komm her da. So müssen wir das kämpfen mit dir. So, eine da. Und zack, Alter. Haben wir es jetzt? Passt jetzt? Sind wir jetzt glücklich? Es war ein Versehen, ihr Vollkaufer, ne? So. Das Arschleiche. Wo ist denn unser Schiff? Wir müssen da weg, Alter. Knack, 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 knack. Es ist ja ein Wahnsinn, warte mal. Müsste daher, ne? Eigentlich zum Hafen. Die kleinen Striche. Warte mal, haben da jetzt irgendeine Quest fertig gehabt oder irgendwas? Weiß ich nicht. Töte spartianische. Ja, ja, ja. Ja, ja, ist okay. Hoppala! Au! Feuer! Scheiße! Mann! Feuer heiß, ich weiß. Warum? Was sind die? Ach, gefick dich doch. Lass mich in Ruhe. So. Ja.
Wir rufen unser Schiff. Was ist denn das? Loco Loco. Da vorne ist der Anlegepunkt. Wir holen doch. Es ist nutzlos. Darf man nicht hinschauen, wie das Boot auf einmal da ist? Okay. Hau ruck. So, ihr Stritzis, wie schaut's aus? Da ist was zum Lagern. Das ist angezogen. Den anderen Scheiß kann man alles verkaufen eigentlich, ne? Oh ja. Geh weg da. Wäre noch grandig. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Ach nö, jetzt müssen wir den wieder killen oder so. Warte mal. Level 12 sind wir, das ist ja Level 14 mal Quest. Der Hebarme soll man sprechen. Okay. Und wo ist die zu Hause? Warte mal. Hebarme. Doch ein paar tausend Kilometer irgendwie. Ah, du, das. Das ist so ärgerlich, oder? Mann! So. Wo ist die Hebamme zu Hause? Sprich mit der Hebamme, hat sie gesagt. Aber wo? Wo bist du? Nee. Proviantkontrolle. Der Stritzi, der nervt echt. Gehen wir mal da rüber. Hopp, hopp. Wie kann ich den Göttern heute dienen, Priesterin? Ein Transportschiff hätte längst im Hafen eintreffen sollen. Ich hatte dem Schiff eine sichere Überfahrt prophezeit. Ihm hätte nichts passieren dürfen. Und was ist mit dem Schiff passiert? Ist untergegangen. Es heißt, es wurde von einem Schiffsführer versenkt, der dir sehr ähnlich sah. Ich bin sicher, du hattest deine Gründe. Aber die Armee braucht die Vorräte, die nun zwischen den Haien auf dem Grund liegen. Und ich soll sie dir besorgen. Nein, ich will, dass du die Viecher zur Strecke bringst. Bin dabei. Du verrichtest das Werk der Götter. Überlass das ruhig mir. Ach du Scheiße. Das kriegen wir nie und nimmer hin. Alter. So. Ach, leck mich doch. Komm nur. Das
Was ist los? Da, komm her. Sicher. Da. Verpiss dich, ey. Oh nein! Tekla! Ja sicher, bin ich da. Warte mal, muss ich mal Pfeile machen. Da, ja, nee, da. X. Hoppala! Und zu Kadaver. Liegt im Wasser. Ich sage, was für ein Spaß das war jetzt, ne? Herrlich, herrlich. Da. Loco, loco. Wer ist ein guter Vogel? Και κόρον η διγείαν υποβολβήσιν εν ώρες. Γλαυκόφ ευρεσίτεχνε. Πολυλίστη βασιλεία. Ω αιωλόμορφε και αγιωτάτη. Πετάτσι, λάτσι, μάτσι. Brauchen unser Schiff. So. Weg da. Der Topfgeldjäger ist da drüben. So. Captain an Bord. Auf Position zum Ablegen! Willkommen zurück, Kapitän! Grüß euch! Alles klar, bitte hoch? Irgendwelche Vorkommnisse? Zu mir. Reisegeschwindigkeit. So. Haben wir schon alles, ne? Pirateninsel. Was ist mit euch? Die hört einfach zum Segeln auf, ne? Mach die Ruder bereit! Warum? Was ist da los? Ja.
Haro. Ich hab den Ahak. Alter. Scheiß die Mann dann. Verrecke. Fisch in die Tisch, in die Superfisch. So. Haben wir da noch was? Hoppala! So. Da haben wir da was schon was gemacht. Ne? Haben wir da irgendwo Schiff? Nein. Schiffe. Zerstöre Athena-Schiffe. Oh. So. Wie schauen Athena-Schiffe aus? Man weiß es nicht. So. Okay. Wir keine Feuerpfeile, was ist da los? Schießen wir mit Kaugummis oder was? Ah, so funktioniert das Scheiß. Geil, ne? Ah, bereits am Entern, Jungs. So schaut's aus. Oh yeah, oh yeah. Warte mal, der Dicke. So, komm her da. Ich glaube, bist du über Bord. So. Tschüss. Wir pfeifen. So. Was ist das, Alter? Was war's zum Looten? Die Götter waren auf meiner Seite. Hoppala. Auf wieder schnell. Nein. Ich muss noch looten. So, jetzt geht's. Los. So. Also die blauen Schiffe müssen wir killen. Okay. Okay. Jungs, das war super Arbeit. Super Arbeit. So. Cash catch. Und der Dash. War an den Schiffen. So. Was sammeln wir? Reisegeschwindigkeit?
Wo müssen wir jetzt hin? Dorthin? Oder so? Keine Ahnung, warte mal. Naja. Da hinten sind wir, oder? Wo? Da hinten? Rudert los! So. Stella! Beeilt euch! Motorboot, Motorboot. Rude und dumme Nutzernot. Haben wir schon. Ja, wo sind denn die jetzt? Die Athena. Da vorne. Oh yeah, jetzt geht's los. Auf Position! So. Los, komm! Ramgeschwindigkeit! So, jetzt entern! So, komm mal auf wieder. Alter, was ist mit dir? Was ist der Papa? Komm her da. Schau mal, was ist da? Alter, Gift. Mini-Spinne. Ah, ja. Oder Schlange. Hoppala. So. Entschuldigung. Hey! Das ist mein Kampf, das ist mein Kampf! Noch ein Schlag und das war's! Scheiße! Muss weg! Weg mit dir, Alter! Schlag dir! Na schau einer an. Haben wir wieder schief gesäuert, ne? So. Hudi. Komm schon. Jetzt ist alle Welt hinter meinem Kopfgeld her. Schiffsrichtung. Zur Fletschung. So. Durchsuchen. Angriff! Wer ist da hinten? So, ihr Stritzis, was wollt ihr jetzt von mir? Geschafft.
So. Wer will es mit uns anlegen? Wir sind die Nummer 1 oder? Was machst du? Bereit halten! Zum Feuer! Erhöht das Tempo! Setzt das Segel! Ruder Tempo! Legt euch ins Zeug! Haltet eure Waffen bereit! Wehre! Sie sind feuerbereit! Eieieiei, was hast du denn auch mit? Ach du Scheiße! Lasst mal entern! So. Hau rück! Ach du Scheiße! So. Tschüss! Ja, ja, fick dich. So, du Gift. Malaka, Alter. Du fressst ein kleiner Fisch, Alter. Alter. Ja. Gute Baden, Alter. Ja, voll Scheiße, Alter. So, Ungustel, ne? Oh, das ist ein Hai. Ah. Entschuldigung, bist du durch? Was ist denn da jetzt kaputt? Los geht's. Ich verliere nie. Ja, ihr habt schon verloren, Alter. Hopp. Was ist das? Was ist das? Burschen, was ist das? So. Die Dicken. Sollen wir das Treibgut merken, Kapitän? Ja, ja. Sie kommen direkt auf uns zu! Vorwärts! Schützen! Auf Position! Beeilung! Jede Post muss gesetzt werden! Steckt sie jetzt raus! Scheiß die Mantan! Gleich nehmen sie uns unter Beschuss! Es brennt! Greift mit den Speeren an! Achtet auf das Feuer! Lecco mio! Wir nehmen Fahrt auf, um uns voll zu treffen! Teile! Sie werden gleich schießen! Speere! Jetzt! Yes. So, wir brauchen einen Erfolg, Alter! Lass die Ruderer kurz ausruhen, Kapitän! Entern! Die Roten sind ja schwer. Was, ne? Die meisten werden nicht
ist denn mit dir, Alter? Die kommt ja unten, Alter. Das ist scheiße, Alter. Alter, wer schießt? Der hat Gift, Alter. So. Mobst. Was haben wir? Was gibt's da drinnen? Sollte es eine Weile ruhiger. Ja. So. Wer will uns da immer ans Leder? Beeilt euch! Pisst's euch, Alter! Warte mal. Was für ein Kampf. Jo. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.